Herr Marx, Sie ja, auch im Rad unterwegs. Oberholz. Nicht schlecht, nahe der Uni. Und also du bewegst dich jetzt ja, haben wir vorhin schon kurz angesprochen, auf dem internationalen Parkett. Wir haben uns kennengelernt, ich weiß nicht mehr genau, wann es war. Ich war noch Studiengangleiter für den WNB, für den Wirtschaftsingenieur. Und du sagtest, hallo, ich bin der Lukas Schwarzbauer, ich bin dann mal weg. Weil du gerade auf einem Trainingsreise nach Südafrika, glaube ich, ging. Ich kam von Südafrika, genau, ein bisschen verspätet, dummerweise. Ah, genau. Und, du hattest den Semesterstart verpasst. Ja, genau, so war es ein bisschen. Und das meine ich eben vorher schon mit auf Schnauze fliegen. Ja, da habe ich das Ganze ein bisschen unterschätzt tatsächlich. Aber wie gesagt, ich habe mich dann auch da reingefunden und ich bin zwar nach wie vor international unterwegs, aber man findet sich ja einfach da irgendwie rein und weiß, was, auf was es ankommt, wann und wie es wichtig ist, gut zu lernen, um die Prüfungen gut abzuschneiden oder zumindest mal zu bestehen. Und genau so war ich jetzt zum Beispiel auch am Anfang diesen Jahres schon in Brasilien, werde dann im Sommer, in den Sommersemesterferien allerdings erst auch noch nach USA müssen. Halt zwar ja meine Reisen möglichst auch begrenzt. Und alles mit Fahrrad? Genau, alles mit dem Fahrrad sowieso. Und ja, einfach auch im Sinne der Umwelt, aber manche Trips, die lassen sich jetzt für mich einfach nicht vermeiden. Genau, so sieht es ungefähr aus. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.